Servus meine lieben Sportwettfreunde, mein Name ist Stefano und in diesem Video versuchen wir zusammen mit 5 Euro Eigenkapital uns eine Bankroll von 1000 Euro zu erarbeiten. Falls ihr nicht wisst, was eine Bankroll ist, nach dem Intro wird alles genau erklärt. So, das war's jetzt vom Intro. Bevor ihr jetzt abschaltet, passt auf, ich erkläre euch mal ganz kurz. In diesem Video erkläre ich euch, wie wir uns mit 5 Euro eine Bankroll von 1000 Euro erarbeiten. Dazu brauchen wir definitiv, und das ist kein Spaß, wir brauchen Disziplin, wir brauchen Geduld und wir brauchen gerade am Anfang ein wenig Glück. Jetzt habt ihr natürlich Glück gehört und denkt sich, was labert der für einen Scheiß. Guckt euch das Video bis zum Ende an. Wenn ihr dann nach dem Video noch Fragen habt, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Ich erkläre euch in diesem Video, was ich mit euch vorhabe und werde das Ganze als Selbstversuch starten. So, dann lasst uns jetzt mal beginnen mit der Easy Sport Wett Strategie. So, wir werden jetzt versuchen mit 5 Euro und einer 4er Kombi 200 Euro zu gewinnen. Was wir dafür brauchen? Erstens, wir brauchen die 5 Euro Eigenkapital. Zweitens, wir brauchen 4 passende Spiele, Partien. Und drittens, eine Durchschnittsquote von 2,5. Ich hoffe, ihr habt mich jetzt soweit verstanden. Also nochmal ganz kurz im Klartext. Mit 5 Euro, eine 4er Kombi, 200 Euro. Wir brauchen also eine Gesamtquote von 40 und mit 5 Euro 200 Euro machen. Mit der Durchschnittsquote von 2,5 will ich nicht sagen, dass wir uns jetzt überall Quote mit 2,5 raussuchen. Ja, gerade am Anfang werden wir ich persönlich werde viel auf X spielen oder auf beide Treffen in der ersten Halbzeit und versuchen so eine Gesamtquote von 40 zu bekommen mit einer Viererquote. Jetzt nehmen wir mal an, wir haben 4 Partien gefunden und wir spielen diese 4 Partien in der Kombi mit 5 Euro. Und wir haben beim ersten Mal keinen Erfolg. Wir haben beim zweiten Mal keinen Erfolg. Wir haben selbst beim dritten Mal keinen Erfolg. Und so weiter. Bis zum 10. Mal. Beim 10. Mal haben wir dann einen Wettschein gewonnen. Zum Beispiel mit 5 Euro 195 Euro. Ja? Jetzt haben wir unsere Bankroll. Okay? Wir haben jetzt 195 Euro Bankroll. Das Geld benutzen wir jetzt wirklich nur noch, um zu wetten und um unsere Bankroll weiter steigen zu lassen, okay? Wir nehmen jetzt von den 195 Euro 10 Euro wieder mit einer 4er Kombi und versuchen wieder 200 Euro zu gewinnen. Mit einer Durchschnittsquote von 2,1. Das bedeutet aber nicht, dass wir jetzt alle Wetten mit 2,1 spielen sollen. Am Ende brauchen wir eine Wettquote von 20, weil wir sie jetzt mit 10 Euro spielen und immer noch versuchen 200 Euro zu gewinnen. Okay, ich hoffe, ihr habt mich soweit verstanden. Nehmen wir wieder an, wir haben 4 Partien gefunden, haben eine Wettquote von 20 insgesamt und spielen sie mit 10 Euro. Und wir haben wieder beim ersten Mal keinen Erfolg, beim zweiten Mal keinen Erfolg, beim dritten Mal keinen Erfolg und so weiter bis zum 10. Mal, okay? Jetzt ist natürlich auch unsere Bankroll geschrumpft von 195 Euro auf 95 Euro. Aber nach dem 10. Mal haben wir ja wieder gewonnen. Zum Beispiel mit 10 Euro 194 Euro. Das macht aus unserer Bankroll von 95 Euro 289 Euro. Okay, jetzt haben wir schon 289 Euro in unserer Bankroll. Jetzt nehmen wir von unserer Bankroll, die schon 289 Euro hat, 20 Euro, wieder mit einer 4er Kombi und wieder versuchen wir 200 Euro zu gewinnen. Falls sich einige von euch jetzt fragen, warum wir jetzt wieder versuchen 200 Euro zu gewinnen, schon mit 20 Euro Einsatz und die Marge dann natürlich geringer ist, wir versuchen die Durchschnittsquote zu verringern, nach unten zu schrauben, ja, denn dann haben wir es einfacher, unsere 4er-Kombis zu treffen, okay?
Also brauchen wir jetzt, wenn wir mit 20 Euro eine Vierer-Kombi treffen wollen und 200 Euro gewinnen wollen, eine Durchschnittsquote von 1,8 oder eine Gesamtquote von 10. Ja? Jetzt nehmen wir einfach mal an, wir treffen jetzt schon beim 8. Mal unsere Wettkombi. Da ist unsere Bankroll von 289 Euro auf 129 Euro geschrumpft. Und wir nehmen auch gleich mal an, dass wir 209 Euro gewonnen haben. Mit 20 Euro Einsatz. Dann ist unsere Bankroll jetzt bei 338 Euro. Für die Leute, die noch nicht wissen, was eine Bankroll ist. Bankroll ist so gesehen ein Guthaben, den man benutzt, um etwas zu machen. Es wurde bei Pokern wird oft das Wort Bankroll genommen. Ja, da sind die Profi-Pokerspieler, die mit ihrer Bankroll das Geld, was sie zum Pokern benötigen, haben. Mit diesem Geld wird gespielt, okay? Und wir versuchen in diesem Video halt zu zeigen, wie man sich so eine Bankroll aufbauen kann. Unsere Bankroll betrifft jetzt 338 Euro. Das heißt, wir haben jetzt ein Guthaben, mit dem wir wetten können, von 338 Euro. Wir wollen ja nicht Geld nehmen, das wir zum Leben brauchen, sondern wir wollen uns eine Bankroll zum Spielen aufbauen, okay? Und jetzt können wir theoretisch schon stolz auf uns sein, okay? Wir haben nämlich es geschafft, mit 5 Euro 338 Euro zu erwirtschaften. Aber wir sind noch lange nicht fertig. Jetzt verdoppeln wir natürlich wieder den Einsatz. Wir versuchen mit 40 Euro wieder eine Viererkombi und wieder 200 Euro zu gewinnen bei einer Durchschnittsquote von 1,5 oder einer Gesamtquote von 5. Ja? Wenn wir dann mit 40 Euro 200 Euro gewonnen haben, verdoppeln wir den ganzen Einsatz nicht mehr, sondern gehen dann auf 50 Euro Einsatz und dabei bleiben wir dann auch mit 50 Euro Einsatz eine Viererkombi und immer noch 200 Euro Gewinn bei einer Quote von 1,4 und einer Gesamtquote von insgesamt 4 für alle vier Mannschaften, für alle vier Partien eine Gesamtquote von 4, um mit 50 Euro 200 Euro zu gewinnen, okay? Die ganz Schlauen unter euch sagen jetzt natürlich, ach, wenn wir bei 40 Euro angekommen sind und spielen immer noch 200 Euro, die Marge ist nicht so hoch, oder was ist, wenn du dein ganzes Geld verlierst? Wenn wir unser ganzes Geld verlieren sollten, dann fangen wir wieder von vorne an, mit 5 Euro. Wir versuchen immer noch mit 5 Euro Eigenkapital uns eine Bankroll von 1000 Euro zu erarbeiten, okay? Nehmen wir mal an, jetzt gibt es welche unter euch, die finden das cool und machen mit oder spielen das selbst oder machen irgendwie was. Und sind dann bei 600 Euro Bankroll angekommen und brauchen dann das Geld oder wollen sich das Geld auszahlen lassen. Das könnt ihr gerne machen. Hier wird keiner gezwungen, mir nachzuwetten, bei mir mitzumachen oder sonst irgendwie. Wenn ihr nur zuschauen wollt, könnt ihr auch nur zuschauen. Wenn ihr mitmachen wollt, könnt ihr gerne mitmachen. Ihr könnt auch eure eigene Partie nehmen, eure eigenen Quoten nehmen. Ist ganz euch überlassen, wie ihr eure Wetten platziert. Ihr müsst nur immer im Hinterkopf behalten. Seid diszipliniert. Seid geduldig und akzeptiert auch mal zu verlieren. Damit meine ich, wenn wir jetzt zum Beispiel eine Freitagspartie, eine Samstagspartie und zwei Sonntagspartien haben und wir wetten diese mit 5 Euro, wir fangen bei 5 Euro an und am Freitag das Spiel geht schon komplett in die Hose, dann wetten wir nicht am Samstag wieder eine 5 Euro Wettschein. Dann warten wir bis nächste Woche ab, okay? Also, dass wir uns da nicht komplett außer der Ruhe lassen bringen. Wir haben Zeit, wir brauchen Zeit, wir benötigen Zeit, um das Ganze durchzuziehen, ja. Jetzt nehmen wir aber an, es läuft alles nach Plan. Dann versuchen wir mit 50 Euro Einsatz 200 Euro zu gewinnen, ungefähr. Also das heißt nicht, dass wir genau 200 Euro gewinnen müssen, Leute. Lasst euch da jetzt bitte nicht irritieren. Ihr könnt auch 175 Euro gewinnen, ihr könnt auch 225 Euro gewinnen. Wir sollten nur ungefähr in dem Rahmen von 200 Euro bleiben, ja. Jeder, der dann sagt, nee, ich versuche aber mit 50 Euro 300 Euro zu gewinnen, der soll es machen. Ich werde in meinen Videos zeigen, oder besser gesagt versuchen, mit 50 Euro dann 200 Euro zu gewinnen. Und das Ganze auf hochzuarbeiten bis 1000 Euro. Wenn wir dann die 1000 Euro erreicht haben, geht es in die nächste Runde. Also das ist jetzt die Runde 1. Wir versuchen mit 5 Euro Einsatz eine Bankroll von 1000 Euro zu erarbeiten. Sobald wir die 1000 Euro erreicht haben, gehen wir in die nächste Runde und dazu kriegt ihr dann auch ein neues Video von mir, okay? Für die Leute, die dann andere Wetten spielen als ich und dann früher am Ziel von 1000 Euro sind, ja, den rate ich, entweder so weiterzumachen, bis ich auch bei den 1000 Euro angelangt bin,
oder wieder von vorne anzufangen, sich diesen 900 Euro zur Seite legen und mit 100 Euro weiter 5 Euro wieder von vorne anfangen. Also wieder mit 5 Euro, dann 10 Euro, dann 20 Euro, dann 40 Euro und dann 50 Euro und weiter. Das ist alles kein Problem. Sobald ich bei den 1000 Euro bin, fangen wir mit der nächsten Runde an. Jetzt liegt es aber an euch. Wenn ihr wollt, dass ich diesen Selbstversuch starte oder mitmachen wollt, wenn ihr mitmachen wollt, dann brauchen wir insgesamt 100 Daumen nach oben. Und das Ganze bis zum 31.12.2018. Leute, der Countdown läuft. Wenn ihr meinen Selbstversuch sehen wollt, brauchen wir 100 Daumen nach oben bis zum 31.12.2018. Okay? Falls dieser Selbstversuch zustande kommt, werde ich an jedem Spieltag ein separates Video zu meinen anderen Videos hochladen, nur für diesen Selbstversuch. Okay? Jetzt, das war's jetzt schon von meiner Strategie. Ich hoffe, meine Strategie hat euch gefallen. Falls ihr also mitmachen wollt, wisst ihr Bescheid, wir brauchen die Daumen. Falls ihr keine Videos mehr von mir verpassen wollt, abonniert meinen Kanal. Und im besten Fall drückt ihr auch auf die Glocke. Ich wünsche euch viel Glück, viel Spaß und viel Erfolg. Bis demnächst.